führt dich eigentlich? Der Blazemaster? Der Blazemaster gegen Sertouch. Gegen. Wie ist der? Blazemaster gegen Kubo. Hieß doch dein Attack oder so. Kubo? Ist der Attack von ihm? Ah ja. Blazemaster ist. Mhm. Und er bekommt auch einen Sack leider. Traurig. Traurig aber wahr. Das ist Berlin. Komm her, willkommen in Berlin. Abgestoppt. Das ist Tipper F-Smash. Stell dir vor, auf der Straße kommt jemand an, stecht ihn nicht ab, sondern Tipper F-Smash dich so auf 100% und das 20%. Das ist einfach ein Fünftel deines Lebens vorbei. Das ist so scheiße. Aber wenn irgendein Italiener mit einem Schnurrbart auf mich zukommen würde und schreibe Juhu! Und seinen Fuß damit dreht. Der kommt so angeklickt, wave das mäßig, stehst du da, aber es ist dein Super. Alter, dann würde ich dir auf jeden Fall draufhauen. Und der Tipper in die Fresse? Ich glaube, der erste Match ist ein guter Move. Ich krieg den Shield Slide auf seinen Wave Dash. Nicht der beste Moment. Oh mein Gott. Das war der schlauste Jab F, den ich je gesehen habe. Der einzige. Krank, und er hat den Stock genommen. 4-1 Stocks. Wichtig gegen Luigi, immer nach hinten dir ein. Alles, was er macht, einfach hinter ihn dir ein. Down Throw, hinter ihn dir ein. Mehr, hinter ihn dir ein. Ich mache einfach alles hoch. Alles hinter ihn dir ein. Egal, was Luigi macht, jede Combo. Up Throw, hinter ihn dir ein. Er kann nichts machen. Er kriegt maximal eine Backhand, maximal. Und so gewinnt man, meine Damen und Herren. Rising fair und falling fair. Das ist so hier fair. Mal hier eine fair, mal da eine fair. Oh, kein Missfire. Er kriegt kein Missfire. Nee, komm jetzt. Das ist traurig. Da ist doch schon wieder. Das ist natürlich. Was ist nicht? Twigs. Ich hab Simba Mini. Wenn ich nicht dann später den gleichen Zucker schon hab, dann weiß ich auch nicht weiter. Steht 1-0 für den. Der Sumo hier mit einer guten Leistung gegen den Blaze Master, gegen den Blaze Master, gegen die Mutter aller Blazes. Blaze. Blase Matri. Weil da steht halt Blaze Master. Blaze Mater. Was ist das Auto? Ich finde es gut, dass der Blaze Master hier ist. Mal wieder dabei. Nach Ewigkeiten am Start. Ich habe nicht viel zu sagen zu diesem Match, um ehrlich zu sein. Aber Blaze Master kann sagen, er ist der beste Luigi Berlin. Meinst du? Haben wir nicht noch irgendjemanden? Nee? Okay, dann ist er der Beste. Geht Auto auf dich? Du musst immer, nee, der hat immer nicht abwenden, wie das ist. Ja, ich hab Auto. Hey, was ist das hier? Ist das ein Tier oder so? Darfst du das überhaupt? Hast du den TO-Pass? Ab nächstes Bananenmarmelade gegen Dortimus 51. Gegen Fluxmob, oh. Am nächsten Bananenmarmelade. Sehr richtig viele Leute in dem Bracket. Heilige Scheiße. Das ist halt Teil des National. Alter. Er hat gerade die Kombo. Aber ich habe nicht mehr. Ah, no.
2-0. Tournament Winner um den viel zu viel. Oder so. Ich bleibe glaube ich zum ersten Mal Melee seit ungefähr einem Monat. Wir gucken wie es wird. Kann ich mehr Wave Dash. Oh nein. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man auch nicht. Das kann man verlernen. Das kann man verlernen. Mhm. Meinst du, es gibt so Weiterstöße, so, Fahrrad? Wenn du dich so disconnectest. Ich glaube nicht, aber ich mein Bestes ist auf jeden Fall hochzukommen. So, ich muss mal gehen, vielleicht fahren. Wir waren nicht drin. Wir beide. So. Oh. Pickers. Weißt du? Wir haben einfach keinen Lack. Ja, wir entschieden, du bist die Q. Ich habe nur zwei gespielt. Ich bin quasi die Q. Die Q mich schon selbst. Gegen hier. Schon mal. Schon mal? Oder er ist Runde 2. Ich bin schon in Runde 2-0. Yes. War ein gutes 2-0. Ja, ja. Es war ein knappes 2-0. Es war knapp. Ich habe 3 Win-Will-Combos geschafft. Immerhin. Und schon mal hat viel in den Kopf geschüttelt, als er gewonnen hat. Das ist immer ein gutes Zeichen. Gespielt, oder? Und ich. Ja, Jungle gegen Gott. Legendäre Loser von 1 Games. Und schon was los hier? Die Leute sind hyper, neu, hyper. 17, 16. Ich darf gegen die Rage spielen wahrscheinlich. Ich könnte echt knapp sein. Wer muss gegen die Rage? Du? Ja, oder gegen Olol. Olololol. Nee, Olololol. Wahrscheinlich gegen die Rage. Olololol. Hallo. Okay. Wie lief der Zelt? Für dich? Ja. Lass das gegen mich spielen. Ah. Deine große Belohnung. Oh, let's go. Wer ist Dido Brand? So einer von Benno's 80 Secondary Account? Ja. Leute, die mit Secondary Account spielen, haben keine Ehre. Eine gespaltene Persönlichkeit. Wer ist kein mit einer gespaltenen Persönlichkeit unterwegs? Ich glaube nicht. Sehr unwahrscheinlich. Das ist eine sehr, sehr, sehr seltene Krankheit. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube, er ist einfach nur krank. So an sich. Gerade läuft Leike gegen Wolf Target und müssen hier gerade Fachspieler angucken. Leike gegen Wolf Target offstream? Was ist das für ein Weekly? Leike gegen Wolf Target? Offstream? Bist du Style Ren? Gerhard Schröder. Der Name der Marmelade ist heute Second Seed. Ja, letzte Woche VK geschlagen. Echt? Letzte Woche? Das hab ich gar nicht. VK ist Falco, aber. Achso, okay, stimmt. Ja, du bist der Einzige, irgendwie. Gut, doch jetzt ist es. Lol. Kannst du eintragen für mich? Kommt man auf den PR als 10. und dann wird man als 4. Seed mit 3rd als übereigens. 2-1 verloren. Ich bin jetzt hier super enttäuscht. Ja, weil du 4 Wochen lang nicht da warst. Deswegen. Ich habe 4 Wochen lang gegrindet. Ich war 4 Wochen lang noch im Himalaya. Ja, hinter einem Wasserfall meditieren. Ja, ich hab 4 Wochen lang. So. Nee, du hast deinen Renner gegeben. Nee, ist richtig, du musst nicht gegen mich. Du musst gegen den anderen. Ach, stimmt, ja, du hast gewonnen. Das ist dein Renner. Was ist das?
Like, who's... Because last tournament I was third. If you take out the backup from Norway, Denmark, and Kjeld Junger was second. Right. And I think he goes by last tournament. Wait, did you beat? Yeah, I got to play third for Silva next. Silva, I think he's already won one. But if I was Rivka, I would have seated myself. Rivka normally would be second. Yeah, right. But I guess he's playing as secondary, so. Again? Isn't he? Yeah, I mean, I think if he was playing Sheik, he would definitely be seated above you. So. Just by the PR, anyway. You can tell it's a funny name, yeah. Schuder, that's his Falco, Gerhard Schuder. It's a bit like months since I played. I played this Sheik with Samus once, and it was months ago. Yeah. And I kind of get a bit second of why. Yeah, yeah. Like, yeah, I want to play Sheik too. Yeah. Verdient, Jan. Was hat er verdient? Der hat gerade Rollout gemacht. Hey, er versucht sein Bestes. Gut aus. G. D-Rage oder? Ich mag völlig D-Rage. Top C? D-Rage, Top C verliert gegen D-Rage, ja, D-Rage ist so gut, scheiße. Ja, dann kann ich die Top-Song mit aufbauen. Flux mal ein paar Tischern. Von Rollout. Nee, kannst dich selbst eintragen. Ja, ich wollte gucken, also Best of 5 ist Top 8, ne? Top 8 ist Winners Semis. Okay.
Ja, das dauert erstmal eine Stunde. Ja, er macht das schon. Cool, danke. Macht alles kaputt und das Sonnenergebnis? 2-0. Erstmal 2-1. Achso, du bist dran, okay. Ja. Also, ich muss kaputt. Ja, genau, da brauchen wir I beat Ultimus and I lost to Sawboy oder? Chat, stream chat. I'm out of it on my lower band. Wer das online ist. Thank you.
Dann steht es wahrscheinlich 1-0. Was bei dir gelaufen? Ja, ich bin auch raus. Hab gegen Kurzkorb und musste, also musste gegen Kurzkorb und gegen Wagen. Ja, Falke, die Tasse. Die sind so schnell. Ich bin halt mehr so ein etwas langsamerer Spieler, Falke-Spieler. Aber das ist halt wirklich schwer. Ich bin halt schnell gehabt, hier zu spielen. Aber war halt zum Schluss immer knapp, das war halt wirklich traurig. Ich habe gegen Smoke Knopf und gegen Juggle habe ich gerne Tune Last Dog. So, wer ist denn da? Leffen Schächsherr. Boah, wer nennt sich denn so? Lord Fiesse. Ich hör auf den Urlaubstock. Also übrigens, registriert euch für End of the Line. Heute ist der letzte Tag, wo man 20er bekommt. Vorletzter, oder? Zweiter, oder? Zweiter? Egal, bis heute. Sag ich mal, bis heute. Auf jeden Fall bis heute. Ja. Am besten sofort. Jetzt halt schon registriert. Ja. Seht ihr mal wieder Dusan im Einsatz als CEO. Ach doch, das ist am ersten. Ja. Wird sogar auch gestreamt. Oh. Let's go, Pert. Let's go, Bird. Und gegen dich, Marc, hab ich jetzt.
Tassi oder schon Main? Ich weiß, warum ich nicht mehr herkomme. Berlin ist ein Maßmittel geworden. Echt nicht schlimm. Hoffe, dann lernt man das Matchup. Ja, du musst gegen von dem spielen. Von wem? Achso, Bob Tano. Bob Tano. Ich will gegen beiden spielen. Oh. Glaube ich auch, der hat aus Versehen den Controller weggeholt. Die macht man jetzt nicht nochmal Switch, das wird. Ja, das wird richtig pain in the ass. Ein Fehler ist auch nicht. Nee. Hä? Ist nicht mehr verfügbar. Verdammt, der Clip ist nicht mehr verfügbar. Ja, GG. Danke, das war noch für den Boss. Ich muss gar nicht gut sein. Der aus Versehen Rage. 2-1 war es, oder? Ja. Du musst gegen irgendeinen spielen. Die Frage. Meine Fresse. Das nächste Mal will ich das Ding. Nächstes Mal möchte ich, dass es keine Marv mehr gibt. Alter, warum ist das? Es wurde gerade erst wörtlich, dass du da gibt. Wer das Twitter sieht? Ja. Vor Tassi? Es wurde gerade wörtlich erst das Power Ranking veröffentlicht. Da würde ich mich schon eher nach dem Power Ranking richten als nach dem letzten Turnier. Ah. Kannst du nächstes Mal Benno sagen? Baumwolle. Das ist für die Kinder. Du bist nicht angezogen. Die Kokosdinger, die mögen die Kinder eh nicht. Aber ich dachte, dann kommt der Score. Machen wir 2-0 draus. Ja. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, auf Target hat ein Pivot, also ein Pivot F-Smash gekriegt. Vielleicht, aber ich habe es noch nicht genau. Ist das doch falsch? Wurde die was geklippt? Es wurde das nicht. Ja, das ist doch falsch. Ich hätte jetzt eher nach dem Power Ranking gesiedelt als nach dem letzten Turnier, weil es gerade erst rausgekommen ist. Du spielst gegen Winner von Gerhard Schröder und Flo Knopf. Du musst gegen Flo Knopf. Ja, ich hab zwei gewonnen. Achso, ihr beide müsst gegeneinander spielen. Weil kein Marv. Achso, ich spiel's mal auf. Ja.
gespielt? Zwei. Ich muss gegen Auto spielen. Was? Over die Welt. Das ist eigentlich dein erster Marv, oder? Ich habe gegen keinen Marv gespielt. Was ist hier passiert? Hier haben sich Leute gefreut über irgendwas. Gegen wen? Krass. Wir haben 2-0. Für dich? Ja. Du musst gegen Pferd. Ja. Tja, der ist gut. Fair enough. Was ist das für eine Runde? Ich glaub, das ist ein Round 3. Das ist noch nicht cool. Das ist viel weiter als ich sonst glaube. Wenn du das gewinnst, dann bist du best of 5. Das ist ein guter Game. Du bist Benno, ja, ich meine. Ist Iffy noch im Turnier? Keine Ahnung. Ja. Benno ist gegen Ben Robinus, Style Ready. Thank you.
shit. Wir brauchen noch 13 Sets. 13? Tough C gegen Kevin Schröder. Tough C. Profis gegen Gerd Schröder, die spielen Hiffy gegen Sly Durant. Die müssen ja auch noch alles besser 5 sein. Nee, ab hier ist es. Ja, eigentlich ist er ab hier besser 5. Weil Loser's Quarters ist doch Winner's Semis. Nee, Loser's Quarters ist auch noch Top 8. Ja, stimmt, das ist stimmt, ab hier ist der beste Fight, ne? Ja. Wir sind schon besser Fight.
zwei Top 8 Ultimate gesehen. Der Single King. Das war krass. War geil, du schlägst, oder? Ja, der. Deutscher Labospieler. Ich hab das auch gesehen. Sieht sowieso anders aus. Weißt du, was er war? Top 3 Deutschland? Ja. Weil der spielt irgendwie ganz anders an. Der spielt irgendwie mehr Distanz und dann die ganze Zeit. Du spielst gegen. Gegen Ofis oder Gerhard Schröder? Der ist gegen Schröder. Benno. Commentary Action, was irgendwer überhaupt irgendwer im Stream? Zwei, ein Zuschauer. Ein Zuschauer? Wer ist es? Lord Finesse. Lord Finesse. 3, 8, 5. Komm. Quarterback! Also, Likey. Du musst gegen Likey, das ist doch falsch. Aber Likey hat einen sicken User-Score. Gegen wen hat er das gespielt? Gegen Soulboy, Sub-Zero und Tossi. Alles in User. Oh, Tossi. Ja. Soulboy. Ist nie da, aber ja. Zieht doch irgendwie besser. Aber der muss auch nur gegen Lars spielen. Das ist Sub-Zero. Also ich meine, er hat auf jeden Fall Smash-Up drin oder so. Wer ist Gerhard Schröder? Benno. Das ist wahrscheinlich eher Chris. Der spielt Fox oder Mark. Ist das geil, mal zur Abwechslung wieder ein bisschen mehr drauf da sind? Aber alle Marschen. Ich spiele gegen den gleichen vom letzten Mal, Carbon, den ich keine Chance mehr in den Bock habe. Und fucking Rivka Secondaries. Freue ich mich richtig drüber. Wir waren gegen Rivka Secondaries. Nein? Weil seine scheiß Secondaries immer auf Top Tier sind, wenn ich auf den 10. Seed bin. Ach ja. Oh. Wrong Seed. Kann sein. Es kann so schnell aus sein. Also jetzt da wieder. Oh, nice. Ich die letzten drei, drei, vier, sechs Mal verloren. Es gibt nur noch Mars im Video. Warte. Es lag in der Luft, es lag wirklich in der Luft. Aber ich wollte es nicht glauben.
Ah, ne, warte, ich hab einmal gegen Banane. Ich muss heute gegen gar kein Marsch spielen, das ist so komisch. Wir müssen kurz mal ins Bracket gucken, ob wir was falsch spielen müssen. Ja, wir müssen. Achso, okay. Kannst du, ja, dann kann der Marsch spielen. Ihr könnt spielen. Ja. Echt mal ohne Scheiß. Ich finde das nicht in Ordnung, dass Rivka sich immer so tief sichert. Ich finde, Secondary Sonderaccounts zählen nur, wenn man irgendwelche Low-Tier Randoms spielt. Wann ist denn bitte ein Top-Tier Secondary gerechtfertigt überhaupt als Finaliker? Oh. Hungry Box Fox. Ja, keine Ahnung. Rivka Secondary gehen wörtlich die Tierliste nach oben. Wen spiele ich? Sharon? Den. Ah, hier wird Ophi gespielt, ja? Gegen Winner von den beiden. Von wem? Von Wayne und Kaura. Ich bin im Winner. Ja. Gegen den Winner davon. Das ist Winner zu Sammy. Gegen mich spielt Sharon schon wen? Gegen Kaura. Ach so, wow. Du bist Sammy fighten? Hast du Likes Losers Run gesehen? Nur gegen Mars. Nein, nee, ich bin schon draußen. Echt? Gegen wen hast du verloren? Gegen Dwarsh? Ich hab einfach 4 Wochen im Spiel. Ich hab Dwarsh. Ich hab aber super knapp gegen Sean Wayne verloren. Ich hab meine Dwarsh. Gegen Likey auch knapp. Gegen Sean Wayne verloren? Ja, 2-1. Wir haben uns im letzten Game, glaube ich, beide ungefähr zweimal erst die. Ich habe gerade ein Objektiv-Tonschlag-Argument oder so, warum das Ding scheiße ist. Sollte ja auch eigentlich saumlos sein, weil ich auch ewig nicht mehr gespielt habe, wenn man nach der letzten. Sag mal, kann ich das Ding sehen? Ja, in der letzten Tour. Also, da kann ich gleichzeitig. Wenn ich mit 100% nach PR und 100% nach bei mir ist halt dem letzten Turnier gehen. Bei mir ist halt das letzte Turnier, was ich mitgemacht habe, habe ich halt irgendwie umgeschlagen. Da wurde ich Dritter oder so beim letzten Turnier. Das ist heiß. Das ist so gerade komisch gewesen, mich zu sehen. Ja, sein Argument war ja, dass man belohnt wird, weil man kommt. Ja, ich dachte das eigentlich. Ja, nicht hin, wenn Prinzip, ja, eben. Prinzip ist eigentlich das letzte aktuell, also das letzte aktuelle, also die aktuelleren Turnier. Ja. Und das Rennen. Einfach Round Robin alles machen, das kann ich. Ja, aber.
Oder. Robin wäre schon geil. Ich bin super dafür, wenn es nicht so ewig dauert. Ich fand eigentlich. Leather ist auch das Problem, man braucht auch viele Leather. Bei Leather bin ich glaube ich immer irgendwie top 3 gekommen. Leather bin ich immer scheiße gekommen. Ich war wirklich immer ganz oben mit dabei. Hier ist das Ticket. Aber da habe ich gerade mit Lampen angefangen. Guck. Das ist wörtlich genau das PR, außer Bird in zwei nach oben und Banane aus. Wann warst du das letzte Mal hier? Jetzt ehrlich, Banane sein? Ja, wie war das letzte Mal hier? Ich war von allen, die heute dabei sind, bin ich der Weiße. Ich habe gewonnen bei einem Mal, aber es geht mir trotzdem auf den Zahn. Magic Genie nicht aussehen kann. Also nach dem letzten Results gegeneinander und so weiter. Kann's ja eigentlich. Es sortiert ja die einzelnen D-Reihenfolgen. Könnte einfach strikt auf der. Nach ABC. Ja, aber nee, ich nicht. Ich hab mal Smash G gefragt und dann haben die mir irgendeine so dumme Nicht-Antwort gegeben. Wahrscheinlich automatisch der Roboter. Aber hey, Smash G gibt's jetzt auf Deutsch, was ziemlich scheiße. Ist das kaputt Deutsch oder? Nee, das sieht halt richtig komisch aus. Zum Beispiel Tiny Sustainment nach Platzierung oder sowas. Nee, Teilnehmer. Los schon, geil! Mach ihn schall! Die Band heißt Veranstaltungszeit. Jetzt noch sehr ernst, ne? Oh! Carbon. WM-Sheik. So, Carbon jetzt mit dem Sheik. Hast du heute Sheik gespielt? Nee. Denn das ist der erste Sheik heute. Warte, ich hab Shield da gegen Carbon. Zwei Längs mehr Zelda als Sheik. So, Karon spielt der Sheik. Jetzt wissen alle, dass Sheik gut ist. Ich hätte einfach wirklich gewinnt. Sheik ist halt das. Also. Sheik ist gerade nicht genug, dass dein Skill. Also wenn du besser bist, was du dann machst. Sheik und Malmö sind gleich die einzigen Top-Tiers. Ja, alle hassen Sheik, aber Sheik ist halt ziemlich vorne. Sheik, man muss halt um jeden Prozent kämpfen. Bei Sheik, du musst gut gewonnen werden. Oder halt ziemlich gut kämpfen können. Ja. Ja, aber ich meine, du kommst gar nicht zu kämpfen, wenn du es gut bist. Außer man spielt gegen der Typ. Ich meine, die Punish Game ist gut für dich. Ja. Das heißt, du musst halt nur das gut für. Und die Note ist ja, du kannst nicht so sehr schnell zu pushen. Du musst halt wirklich den Gegner ausmanipulieren. Ich finde sehr schnell übrigens ziemlich gut.
Er stellt das ganz lustig ins Gespräch. Da ist nicht das Problem. Da ist es, du kannst nicht in jeder, in jedem Zeitpunkt vom Dashdance der Richtung. Du kannst nur so an bestimmten Endpunkten, oder? So, du kannst nicht in der Stelle. Also, es gibt nur einen Zeitraum, wo du nicht in die andere, wo du nicht also, in die andere Richtung dashen kannst. Die Mechanik Ultimate ist so, die Antrittsanimation kannst du umdrehen, ohne Lag. Ja, aber wenn das schon ins Rennen gekommen ist, dann nicht mehr. Genau. Aber was auch sehr cool ist, ist, man hat sehr wenig Lag, wenn man einfach anhält und dann in die andere Richtung dasht. Und man hat nicht so einen scheiß Dashback-Schuss. Ja, aber da bist du wenigstens gezwungen. Das Movement ist eigentlich echt nice. Da kannst du keine ultra kleinen Dash-Dance machen, sondern du dash und dann musst du also einen bestimmten Zeitraum warten, bevor du in die andere Richtung fährst. Ich bin Ultimate spielen, wenn es erstens Wave Dash hätte und zweitens normale Ledge. Ich habe keine Medien Ledge. Ja. Ich finde halt komisch, jetzt weil. Geht aber eigentlich, ja. Also. Ich finde halt eigentlich. Das ist so mal Light Match hier diesen Input-Lag, also diesen Buffer. Ja, das auch. Buffer. Ja, aber das ist halt. Also ich finde ganz ehrlich, die CRT-Fernseher, die alle keinen Ton haben oder flimmern und sonst was, viel schlimmer. Naja, weil bei. Ich war halt bei einem Ultimate-Mitglied und dann mit dann gab es auch einen Fernseher und darauf zu spielen ist halt Dependent Airs. Seit wann hast du einen Sheik? Schon immer. Europe ist nicht bereit für einen Sheik. Spiel mal lieber Sheik. Nein. Spiel so lange Sheik, bis Dusan wiederkommt. Also bis Roma. Achso, der spielt ja noch nicht mal etwas, was ich weiß. Ich schicke die Banane. Hat jemand Kontaktlinsen? Mir geht es hauptsächlich um Augentropfen. Hat jemand Augentropfen dabei? Hat jemand irgendwas für die Augen dabei? Ich finde richtig eklig, wie die Wasser in die Augen spritzt. Irgendwie, ich kann sowas nicht. Möchtest du gleich schon in das Feinspiel oder erstmal warten? Ich glaube, das sind unser Spiel. Oder? Ja, sind gerade Top 8. Ja, lass es mal spielen. Ja.
musst gegen schon rein. Ja! Mother! Let's fucking go. Spiel down trim? Woo! Was? Tun die Hände noch weh? Geht halt jetzt.
Ich habe halt jetzt Krankengymnastik, muss ich mir noch holen. Also muss ich noch machen. Ich muss halt darauf achten, dass ich meine Hände noch habe. Hab ja auch Anwärmung. Ich habe auch manchmal was Creme benutzt. Ich weiß nicht, ob das mir die Schmerzen wegmacht oder auch kein Schmerz. Ja, also bei mir ist es halt so, mein Handgelenk ist einfach unterentwickelt. Deswegen muss ich halt Krankengymnastik machen. Ich mache halt mir nie was damit, darum kann ich halt. Aber wenn es mal überansprucht wird, dann geht es nicht schnell wieder. Jo! War das ein Crit wert? Ich bin schon. Aber war nicht so. Auf welchem Niveau? Crit wert? Weil irgendwas. Also ich meine, wenn es ein Top-Spieler wäre, wäre es nichts Besonderes. Aber ich fand es cool. Nett gesagt! Lass mich die letzten 20 Sets besiegen. Ja, aber mein Pikachu ist Rush. Nichts gegen, nichts für uns. Shangram kann nicht, kann ich nicht sehen. Kommt es eigentlich auch ziemlich gut drauf, das macht, oder? Die Fox ist vor allem. Das ist halt Fox. Die Sache ist halt, wenn er unter Marv ist und wenn Marv Probleme hat, auf Plattform zu kommen, dann ist es gut. Weil Marv. Jetzt versucht er. Er hat nichts mehr zu verlieren. Achso. Aber ich finde Pokémon gar keine gute Wahl. Wenn dann halt Yoshis, glaube ich, kann man besser Back to Tipper machen. Yoshis? Ja, Yoshis. Ich bin auch. Ich habe auch mal gerne Yoshis genommen, manchmal. Weil du kannst Fox sehr leicht in eine Edgeguard stoppen. Und du hast übertriebene Reichweite über die Plattform. Ich glaube, Plattformen helfen Marv mehr als Fox. Thank you.
Lächeln ab, ab, Frau ab. Ich bin sofort. Die Konati Dächtens Stomp. Stomp nie. Dächtens Stomp geht, ne? Ja, aber Stomp nie. Geht. Das ist halt. Ich glaube, es wurde sogar designt. Konati ist ja. Denkt ja, dass Stomp nie funktioniert. Ja, aber. Das ist echt gut, ne? Ja, nein, ich muss noch gegen Char. Wo ist der Mann? Du spielst gegen John Wayne oder Char? Ich? Und? Immer noch? Ja, die spielen dort. Gegen Wayne nach Senegal. Wie viele Matches laufen noch? Schon drei Sets? Ja, ich habe nur noch einzelne Spiele. Mein Third und mein Nummer 2 nicht spielen kann. Thank you.
Thank you.
ist der Blüsesfall in Zürich, oder? Ja. Oh, Gerd. Wie weit ist es heute? Weiß ich gar nicht, Mann. Ist immer noch ganz nichts. Wir müssen ja unter dir die beiden. 17 mindestens, 19. 20. 20? Ja. Hast du schon lange nicht mehr? 20 Leute. Okay, dann, kriegt auf jeden Fall einer von den beiden das Geld. Ja, dann kriegen ja beide Geld. Ja, also, aber der eine kriegt ja 2 Euro. 20 Euro. 20 Euro für den ersten, 10 Euro für den zweiten, 6 Euro für den dritten, 4 Euro für den dritten. Für den ersten 20 Euro. Wow. 1 Euro pro Teilnehmer war für den ersten. Okay, das ist jetzt ein Set, dann noch ein Set, dann noch ein Set. Ne, die spielen ja immer den anderen Spieler. Also 2 Sets auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, ja. Und es sieht gut aus für Schröder. Also wer Schröder schon ist, der Freund gewinnt mal einfach mal. Oh, Benno, was spielst du? Ich hat schon die 2 Euro garantiert. Das ist ja meine letzte Woche schon 2 Euro gekriegt. Banana hat garantiert schon richtiges Geld. Das heißt, kann ich mir echt die 2 Euro geben, egal wie es ausgeht. Obwohl, wenn er gewinnt. Ja, dann ja, wäre er mindestens 2 Euro gewinnt. Wenn er gewinnt, dann muss der nächste die Regel los. Boah, also dann muss es. Zeig mal die Knöcke. Dann kriegt es der, den höchsten Sieg hat, den niedrigsten Sieg hat und am höchsten gekommen ist. Also Bob Target, Ify, Kassier. Dann kriegt es Bob Target. Und wenn Third verliert, kriegt er das. Wenn Third gewinnt, dann kriegt Bob Target das Ding. Okay, du musst gegen schon Wayne spielen. Bob Target, ja. Ich würde mal wollen, dass du das Ding hier aus dem Target Player. Ja, für das Circuit. End of the Line Circuit. Nee, stimmt, warte, der ist ja jetzt gleich mit Frau Frage. Keine Ahnung, Frau Frage ist noch weiter. Nee, der ist. Ah ja, stimmt, du musst ja. Ja, right. Ihr müsst Money Match machen. Circuit Match. Oh Gott. €2 money match. Nee, das ist nur das Sammy. Das Sammy ist. Ja, gut. Das ist nur das Sammy. Jetzt kommen wir noch ein paar Spiele. Wann soll man das? Wenn man es gut spielt, kann man auch warten. Muss die halt entscheiden. Best of 5, oder?
Wir brauchen mal so einen Clip-Button. Wir brauchen mal einen Clip-Button. Wo man einfach drauf machen muss. Man kann jetzt so nur programmierbare holen oder so, oder mit Arduino oder so. Oder so ein Knopf am PC. Steuerung C und dann. Oh, die 69? Er würfelt nicht. Er hat so einen Plan im Kopf. Auch ein bisschen reaktiv. Keine Ahnung. Obwohl mit Mart kann man random sein. Ja, wenn ich Mart spiele, ich pokere, ich würfle. Ich sperre mit fern, hoffe. Weil es ist safe. Einfach nicht dran denken, einfach um das. Ja, aber wenn ich ihn sehe, er macht es schon mit dem Plan. Big Brain. Der Big Brain. Oh.
deine Edgecards könnte. Vergiss es. Oh nein, doch, vergiss es doch. Nur deine Edgecards könnte einfach besser. Der hätte auch so schön Counter machen können, oder? In sich. Counter oder was ist da hoch? Counter ist doch der Reaper, oder? Ja? Counter ist der Reaper? Ja, ich glaube, der ist auch von. Ja, aber der macht es halt ziemlich oft. Ja. Ist genau das, würdest du sagen. Letzte Mango, weil Mango Amsatex ist auch zum Beispiel falsch. Das ist eigentlich Overtex. Ja, das ist Overtex. Sag sogar Amsa, also. Ja. Ich meine, warum soll das bestreiten? Später ging schon weg. Wenn es noch weiter geht. Das ist unser Sammy. Ich bin der Bot. Oh, bitte. Ich erschütte jetzt ein bisschen die Gesichter. Weil zu er war doch mal der so einen krassen Wobble gegen Komodo gemacht hat. War ich doch. Wie weit ist das? Nur das Termin. Hast du was? Welches? Hallo. Schon wenn es der Blaue ist. Schon wenn es der Blaue, ne? Ja, das ist jetzt von 60, das ist auf jeden Fall ein besseres Match, weil Fox verliert ja gut. 60-40. Aber Marv verliert auch gegen Marv. Marv ist 50-50. Nee, ist 40-40. 60-60. Nein, Marv verliert gegen Marv. Weil am Ende von einem Marv-Ditto sind beide verlieren. Keiner gewinnt ein Marv-Ditto. Okay, dann muss ich mich. Ich habe mich schon darauf mental vorbereitet, gegen Fox zu spielen. Letztes Mal gegen Showman gespielt, da hat er mich besiegt. Was ist los mit Champagne? Ich habe gesagt. Sein Ziel-Ding ist ein bisschen. Der ist sick. So richtig gerade. Nur das Sammy. Digga, die Marv. Der ganze Mensch ist voll mit Marv. Ja, willkommen in Berlin. Ja, ich war auch mal in Marv. Ja. Und dann bin ich auf die gute Seite sogar nicht auf der. Jetzt bin ich da. Also ich weiß, vor 2 Jahren war es nicht so viele Marv. Ja. Seit die Welt weg ist es rumgelaufen. Ich weiß auch nicht, wo ich mitgebrannt habe. Wahrscheinlich alle spielen Marv, weil Marv vom Textgeld da einfach. Und NTSC Marv ist so dumm. Ich finde, der ist ungefähr gleich. Also, Bochtal, ich mag ja mehr den Call wegen der Down-Air, das ist halt. Ich finde, die Down-Air ist gar nicht so. Naja, also, immer wenn ich was sage, dann passt das Gegenteil. Falldowner von den Teil Bochtal besser. Also jedenfalls auf. Ja, aber Plattform. Ich persönlich als Marv-Spieler hab das nie so. Alter, jetzt kommt der Run back. Oh, ich könnte das. Reverb Geo. Nein, schon ein Packer. Der Gute hat sich schon ein. Sick! Sean Wayne.
jetzt reden. Komm jetzt bis zu Ende mit einem. Ach so, ja. Hallo Lord Finess. Warum ist da kein Timestamp? Keine Ahnung, das kann man nicht einstellen. Drückt 1 für Rivalen des Ethers. Im Moment ist eh fast nur und da wieder da. Let's go. Schon mal etwas machen. Du musst dich konzentrieren. Ich würde jetzt nicht auch auf den Vorder-Set ziehen, wenn er kommt, weil er jetzt nur auf den Menschen. Aber bei Power-Rank, das fand ich jetzt auch wieder
ganz ehrlich, noch was gesagt. Schon, hier geht's komplett ab. Ich habe eine Pizza, ich weiß nicht, ob das so gutes Commentary wird tatsächlich. Wer ist dieser Typ? Lord Finesse. Clip den Scheiß. Ja, ich hab's reingeschickt. Ich muss schon wieder reden. Ich ja, danke. Sehr gerne. Das können wir auch. Mein Preisgeld 2 Euro gegen dein Preisgeld 2 Euro. Oh, obwohl ich bin so. Money, aber. Ich bin nicht. Ich bin jetzt auf der Nachricht. Ja, war das Spaß. Nicht, das war jetzt.
Stuhl genommen. Herz geschlagen. Ich hab's immer runtergeworfen. Hättest du so leicht verpissen. Hättest du mir einen Kaffee geholt. Ich hab's extra gegeben. Nee, das ist so lustig.
Burger aus meinem Gegner. Ja, Frost Kill und dann fahren wir mal schlagen, aber es ist ja mal nicht schlecht zu machen. Der Buchstab liegen. Wie ist der Ausgang? Hast du ein Geld? 6 Euro. Dann kriegst du einen Punkt im Ranking, Banane für 2 Punkte. Ja,
Thank you.
Warum haben
ich keine Kommentatoren, haben wir Zuschauer. Zwei Zuschauer, cool. Wir Zuschauer. Ja, wir selber. Davon bestimmt Arthur. Ja. Das sind Numbers boosten. Lass mal Follower kaufen. Subs kaufen. Obwohl, wir werden auch von Sterni gesponsert, oder? Nee. Laut Finesse und Mubot. Welcome. Mubot ist ein Bot, oder? Ja, Slidebot auch. Ja gut, aber benutzt. Oh! Er gibt ihm Reverse Appeal. So, so Junge, was tut der denn so weit aus? Alter! Dieser Typ fliegt einfach. Oh! Ey, Digga! Der hat versucht, fast zu gucken. Der hat fast getötet, der sehr. Oh. Junge, Marth ist Bush. Marth, oh, ich hab Rain. Ich hab Kill them. Ein Ausrufezeichen Marth in den Chat. Marth ist fucking Wichse oder so? Was ist denn noch da? Ja. Marth ist so Wichse. Achso, das ist von oben. Oh, ist die Tag, glaube ich. Oh, ist, ja. Oh. Oh, nice. Die AP wird bestraft. Oh! Was ein Creative Ass Edgeguard, Alter. Diese Neutral Air fickt mich immer jedes Mal. Ich hasse Samus. Samus? Ja. Oh. Nein, ich hasse eigentlich ich hasse keinen Charakter. Syndicate gesehen? Ultimate, Top 8? Nee. Ich gucke kein Ultimate. Nee? Ist so langweilig. Der beste deutsche Samus-Spieler. Ich habe jetzt schon ein wenig geguckt. Hat Agebox schon wieder gewonnen? Wie gegen Bango oder so? Im letzten großes Turnier. Wann ist das letzte große Turnier? Bankhouse? Vor zwei Wochen? Nee. Nicht, vielleicht nicht so ultra groß, aber ich meine, Leffen war da und Agebox war da und Bango, Menge war da und Meeting. Also letzte Woche war halt nicht Ultimate Summit. Ja, davor noch. Das Wochenende davor. Junge, Karin lässt das nicht auf sich sitzen. Oh, Banane gibt aber nicht auf. Er führt, weiß ich. Samus ist so Wichse. Zitat Karin 2019. Junge, einfach 3-0. Voll krass. Er kann sagen, er hat ein Set von Karin geholt. Ja. Das ist schon sick. Ich war ein bisschen salty, dass er über mir gerankt war, aber jetzt. Ja, denke schon, oder? Wahrscheinlich. Die ersten zwei waren, glaube ich, die ich nee, fast. Die ersten waren sie, die ich dachte, da kommt die Backup von Samus. Ja, das kann eine Weile dauern, das Match. Fucking Dreamman. Das nächste Match ist auch wahrscheinlich auch Dreamman, wenn er da bleibt. Ach nee, warte mal. Achso, doch, klar. Oh fuck, ja, es kommen keine Kinder mehr, gell? Oh, Spaces! Spaces! Oh fuck! Ich bin 5. geworden, ich darf es. Spacey. Peanuts. Ja, ich bin Spacey wieder. Hey, Twitch-Chat. Like it when I crank up plastic. Das ist now an ASMR-Channel. Kannst du bitte den Titel editen, damit wir mehr Viewer kriegen? Schreib ASMR rein. Auf Portugiesisch. Hey, Twitch. Do you hear that? Smash Bros. ASMR. Shine. Multishine. Multishine. Ist das nicht schön? Oh, ein Z-Grab. Und da ist ein Zuschauer gegangen. Oh fuck, oh fuck, I'm so sorry. Junge, nein. Ich hab alles verkackt. God damn it. Ich hab unsere Zuschauer halbiert. Wie sollen wir jetzt unsere Sponsorship kriegen mit nur einem Zuschauer? Ich sollte mal aufpassen, weil Banane dreht wirklich auf, Alter, mit seiner fucking Samus. Ist alles wegen mir, weil ich seinen Pikachu zerstört habe. Hat er keine Lust mit Pikachu zu spielen, hat sich auf Samus konzentriert. Nur deswegen ist er zurück. Gewagte Theorie. Okay. I eat spaces like you for breakfast. Gentle sounds of mouth. Blue, oh blue. Fuck! Gib ihm, Bruder. Sound of Samus. Blue, blue! Fick ihn wie eine Hure. Blue. Wie ist denn eine Hure? Blue! Oh, oh! Ja,
Jawoll! Jawoll! Wert von Rob Neutral her. Oh mein Gott! Oh. Das sieht so fucking smooth aus. Ich liebe das. Top, zwei so schön. Ja. Danke fürs wieder reinschalten. Ich spreche auch nicht mehr ins Mikro. Wer ist denn das? Ja. Hey, drei. Lord Finisse und Timulla. Hallo. Hallo Timulla. Ich bin Master Davos. 1 und 1. 4 Minuten sind fast vergangen. Beide Spieler nur 2 Stocks. Willkommen auf Dreamland. Es ist schwierig gegen Marth Abwehr zu landen. Abwehr Abtilt. Oh mein Gott. Alter, die Big Brain. Academy. Oh! It's Big Brain. So Abtilt ist noch ein Wichser. Oh. Oh! Da hat er gewartet. Da hat er gewartet. Oh, der Shieldbog in den Head. Junge, drückt ihm einfach in den Kopf. Kannst du dann einfach schießen? Der Mann hat eine Familie. In Fire Emblem wahrscheinlich. Oh, wir schon wieder ein Zuschauer verloren. Kurz schalten die mal rein. Let's go. Ja, und wird 1-0. Doch Banane lässt sich nicht beirren. Haut den Double Jab raus. Oh! Wunderschön, Gatch. Aber er lebt noch bei Dreamland. Aber. Oh, ja. Er kommt auch zurück. Oh, jawoll! Oh, mein Galaxy Gott. Brain. Können wir das klippen? Können wir das klippen? Das können wir. Das war schick. Das war schick, muss ich sagen. Alter. Das war so schick. Kommt bald Combo-Video von Banane raus. Combo-Video. Neutral B into F Smash. How to make a. Das kann ich immer genießen, genau. How to make Banane Marmelade. Ja, fällt mit der Neutral Air, was soll man da machen? Oh. Was soll man da als Puff machen? Meine Abwehr reicht 2 cm weit. Oh, ja, gib ihm! Oh, er hat ihm fast die Abtilt reingedrückt. Oh! Da, ich dachte, da kommt der F Smash. Down Smash. Oh. Ja, der Bait. Lässt es nicht von der Abtilt. Oh! Er lebt. Schwierige Sache. 77%. Muss ich irgendwie raus. Oh oh. 2 Minuten 20 noch. 150%. Auch da kann man auf Freeman sterben. Ja. Plattform Rod Neutral Air. So kennt man ihn. Ich glaube, sein Plan ist einfach, ihm eine Neutral Air reinzudrücken und von der Stage zu kriegen. Und irgendwie zu Edge Guard. Aber Karon, das ist wirklich schlecht Edge Guard. Martha gemein. Ah! Oh, knapp. 2-0. Komm noch ein Reverse, 3-0. Das war wirklich krass. So. Das war wirklich, wirklich krass. Das Banane mit seinem Samus. Karons Marth. Auf 89% im letzten Stock gebracht. Arthur pfeift sich schnell. Wie sick. Du bist sick, Alter. Was ist das? Holy shit. Kannst du mit Pikachu besser gegen Marth spielen? Einfach keine Angst, er kann nichts. Gib ihm einfach. Ja, ist Pikachu ist sick. Mein Pikachu ist scheiße. Langweilig. Oh, Dreamland. Erneut Dreamland. Game 3. Game 6. Beide Spieler wahrscheinlich ziemlich angespannt. Karon wieder. Das darf er nicht zulassen. Ja, geh da raus. Lass dich nicht schauen. Nein! Ah! Hör auf, mit dem Down hier reinzuspringen, Alter. Oh! 5%. Let's go! Arthur ganz konzentriert. Wie gut ist es, dass Samus sich. Oh, jawohl! Der Sprung vom Arthur ist so dumm, dass er genau auf die Top-Plattform kam. Was ich halt. Wie soll ich als Puff dann denken? Was ich halt an Baumwolle Samus besser finde, ist halt diese. Upbeats out of Shield. Nee, viel zu risky. Die kann selbst Puff punishen und Puff hat null Vertical Move. Oh mein Gott, der Bait! Da ist er schon wieder in der Führung durch diesen Galaxy Brain Move. Ich finde halt die Mix-Ups ziemlich gut damit. Let's fucking go. Ja, Mix-Up, aber das bringt ja nichts. Kannst du zweimal... Oh, die Up... Die Up-Air Chains. Das ist Struggle. Ich sage, mach das fucking... Wichse. Down Smash, okay. Banane muss nur das Momentum aus Arthur rausnehmen und schon hat er ihn genau da, wo er ihn will. Offstage. Einfach ja, langsam. Ja, jawoll.
bräuchte er nie nach diesem Stomp. Das wäre schön. Oh mein Gott. Geht doch nicht, Stomp nie. Er hat einen Stomp. Stomp nie ist ein Mythos. Achso, in Berlin. Ist nicht echt. Ja. Ich glaube, der wartet auch eine Sekunde nach dem ersten Down wieder, damit er. Oh, nice und pure. Damit er höher kommt. Jawoll. Spot Dodge into Down. Oh! Oh! The German Sniper. Ist er deutsch? The German Sniper strikes again. The same as Sniper. Oh, the Swedish Sniper from Germany. Der deutsche Sniper. Sniper. Sniper Wolf. Ja, Schleich, das ist Marth. Schleichspuren auf Samus hinterlassen. Schleißen, moving, schleißen. Das war das spannendste Grand Finals, was wir überhaupt hatten. Auch wenn es ein knapperer gab. Aber es mir. Jawohl! Let's go, Dreamland, let's go! Outplayed, würde ich sagen. Banane wieder mit seinem Galaxy Place. So, jetzt bei seinen vielleicht letzten wenigen Prozentzahlen darf er sich wieder in diese Forward Chains reinfallen lassen. Danach kriegt Marth safe 60%. Er fällt wieder aus, immer wieder. Sehr gut, sehr gut. Jawohl, der Double Jump. Und wir haben Wert wieder Forward Air. Und der Down Smash, immer ist auf Stage. Die Rakete, er traut sich näher ran. Ja! Der Smash! Der Smash! Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh, oh nein, er hat seine Chance vertan. Das Smash. Oh, nice. Die Dash Attack auf Stage. Er versucht es mit der Back. Er ist frech. Die Down, die rettet ihn. Oh, die Nunchubi. Egal, Samus kommt zurück. Samus kommt zurück. Aber komm, kann Carrie ihn unterbrechen. Ah, kein Sweet Spot. Oh. Ja, das war's. Oder doch nicht? Nein. Nach oh, Dreamland. Und 97%. Es ist so sick. Oh. Ein halbes Hähnchen später. Und er dodge und zielt. Oh. Nein! Oh. Sickest Grand Final. Gut. Let's fucking go. Das ist das Bittere an diesem fucking. Guck mal, er hat 3-0 verloren. Höhe ist, wer wurde abgeschlachtet? Nein. Letzter Sock zweimal. Welches Tattoo war es nochmal? Was ist das? Set 2? Achso, ja gut. Und wie war es Set 1? 3-0? Gegen seine Chief. Gegen Second, nicht mal Secondary. Ich glaube, Fox ist ein Secondary. Was für ein wunderbares Turnier, was für ein wundervolles Publikum, wie wir mal wieder gehabt haben. Ja. Wir waren Dortimus und Third. Und wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns wie immer jeden Donnerstag. Ja.